Das ist der erste Wagen in Blech vom GT. Und da ist natürlich vorangegangen, erstens viele Ideenskizzen, bis wir auf diese Form kamen, und dann ein 1:5 Modell in etwa dieser Größe und dann ein 1:1 Modell in Plastilin. Die Front selbst hat sich nach unten etwas erweitert. Das finde ich von der Front aus gesehen und auch teilweise von der Seite, dass das Gesicht vervollständigt wurde. In diesem Falle hier, würde ich sagen, das sieht noch ein bisschen zu sehr nach experimental aus. Irgendwie fehlt da was an der Front. Und zwar der Lufteinlass, der hier nur aus einer gewissen Entfernung sichtbar wird. Und es ist zu spitz, zu laufend. Diese Hutzen hier, das sind hier in diesem Fall nur Notwendigkeiten gewesen, dargestellt und auch ausgeführt von der technischen Abteilung. Wir haben uns hier mal aufgezeigt, wie hoch wir gehen müssen, da und da. Was letztendlich dabei herauskam, war diese Hutze, die ja natürlich in der Form viel besser durchdacht ist als diese zwei Dinge. Ja? Und die sitzen nehmen an der richtigen Stelle, und zwar etwa hier außer der Mitte. Erstmalig, man kann, glaube ich, sagen, in der ganzen Opel-Design-Geschichte die Tür, die bis in Dach hineinreicht. Ja? Es war bis dato noch nicht der Fall gewesen. Es waren eigentlich immer nur halbe Türen. Das heißt, der Unterteil der Tür, bis dahin ging eigentlich die Tür. Und das andere war ein gesteckter Rahmen. In diesem Fall muss es auf Zehntel genau sein, damit da keine Unebenheiten stehen. Das muss natürlich bündig sein hier in diesem Fall. Das war in groben Zügen eben die Darstellung der Form.